Ja, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute geht es um das große Thema Grasfressen. Ja, ist ja ein Phänomen, was vielen Haltern auffällt, dass also ihre Hunde mehr oder weniger oft, mehr oder weniger viel Gras fressen. Und im heutigen Video soll es also darum gehen, was die Ursachen dafür sind und was du also tun kannst, was dir das Ganze auch sagt über deinen Hund, wo die Probleme liegen könnten und dass du eben weißt, wie du damit umzugehen hast und was du machen kannst, was dahinter steckt, was du dagegen tun kannst und so weiter. Okay, zuerst mal gilt es zu unterscheiden, ob dein Hund jetzt morgens dich wach macht und winselnd an der Tür sitzt und quasi ganz dringend raus will und dann in den Garten rennt wie ein Wahnsinniger und dort Gras frisst in rauen Mengen, alles was er kriegen kann, oder ob dein Hund hin und wieder gelegentlich gezielt einzelne Gräser beim Gassigang sich eben sucht und die dann verspeist. Ja, das ist schon mal ein wichtiger Unterschied. Natürlich ist dieses Fressen von rauen Mengen viel, ja, mein Hund grast wie eine Kuh, ja, höre ich dann oft. Das ist natürlich eher ein Hinweis für ein Problem, als wenn er gezielt ab und zu mal was sich rauspickt. Und natürlich ist es immer irgendwo auch ein Hinweis auf eine Imbalance im Körper, ja, zum Beispiel im Magen. Ich würde jetzt mal hier so ein paar Sachen durchgehen, die einfach dahinter stecken können. Fangen wir mal an mit dem Thema Nährstoffmangel. Ja, gerade im Frühjahr ist es ja so, dass also die Gräser und die Pflanzen wachsen, ja, im Frühjahr und im Sommer, und dass also in der Zeit Gräser und Kräuter und Pflanzen allgemein, ja, voll sind mit Vitaminen, ja, Vitaminbooster, voll sind mit Mineralien. Die Pflanze steckt ihre ganze Kraft ins Wachstum und da ist es also für den Hund durchaus, ja, sagen wir mal, ein kleiner Mineralien-Nährstoffbonbon, der sozusagen dem Körper einfach Nährstoffe bringt, und deswegen ist es in der Zeit auch gar nicht verwunderlich, dass der Hund ab und zu mal Gras frisst. Ja. Chlorophyll zum Beispiel auch ist ja vergleichbar mit dem Hämoglobin. Also Chlorophyll ist ja das Hämoglobin der Pflanzen. Und insofern ist es da gar nicht so verwunderlich, dass ein Hund mal Gras frisst. Dann ist es ja auch so, dass die Sache mit der Rohfaser und den Ballaststoffen, ja, also sozusagen der unverdauliche Anteil in der Futterration, dass die bei den meisten Hunden fehlen. Ja? Also ein Hund, der mit Trockenfutter ernährt wird, wenn dann vom Hersteller immer so eine hochverdauliches Futter, wird da gerne mit geworben. Ja, also immer wenn irgendwas hochverdaulich, hoch aufgeschlossen und alles wunderbar, dann sollten bei dir so ein bisschen die Alarmglocken läuten, weil also dieser Ballaststoffanteil, der unverdauliche Anteil, ja, auch für den Fleischfresser sehr, sehr wichtig ist. Und wenn du also deinen Hund komplett rohfaserarm, ballaststofffrei quasi, so wie im Trockenfutter eben, ernährst, dann ist das eine Konsequenz, dass er sich eben diese Rohfaser, diese Ballaststoffe woanders sucht und deswegen zum Beispiel Gras fressen kann. Weiter geht's. Andere Ursache ist zum Beispiel auch einfach der Enzymmangel. Ja, also in frischen Lebensmitteln sind die Enzyme zur Verdauung gewissermaßen schon mit drin. Das heißt also, wenn du deinen Hund mit Trockenfutter ernährst, kannst du davon ausgehen, dass diese Enzyme weniger oder kaum drin sind, einfach durch die mechanische und industrielle Be- und Verarbeitung. Und diese Enzyme fehlen dann also dem Körper. Das könnte auch ein Grund sein, warum man sich dann also die anderweitig besorgt. So, dann haben wir die Sache mit der Übersäuerung des Körpers. Ja, also Gräser, Gemüse ja allgemein, wirken auf den Körper basisch. Ja, das heißt also Kalium, Magnesium, Calcium, bestimmte Mineralien sind da einfach von Natur aus drin. Ja. Calcium ist zum Beispiel 100-mal besserer Calciumlieferant als Milch. Also Milch ist überhaupt nicht geeignet, aber jetzt nur mal so. Ja. Und das heißt also, diese werden basisch verstoffwechselt, und wenn dein Hund also in der Stoffwechsellage ist, die also eher in Richtung Übersäuerung geht, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn er Gras frisst, einfach um dieses übersäuerte Milieu ein bisschen auszugleichen. Und das ist eben auch sehr clever und also ein sehr vorteilhaftes Instinktverhalten, weil natürlich Übersäuerung
die Ursache für ja, so ziemlich alle Erkrankungen ist, ja, zum Beispiel Krebs. Und das Tier sich also instinktiv davor schützt und basische Kost zu sich nimmt, um diese Übersäuerung eben auszugleichen. So, eine weitere Ursache kann zum Beispiel auch sein, dass der Hund Erbrechen provozieren will. Ja, dass Hunde also bestimmte Pflanzen fressen, die Erbrechen auslösen. Und dann würde ich natürlich zuerst immer an Magenprobleme denken, aber auch da steckt oft die Ernährung mit eben falscher Nahrung, Trockenfutter. Dahinter ja, kann auch zum Beispiel sein, nach Gabe von Säureblockern, ja, alles was so sich im Bereich des Magens bewegt. Würde es mich also auch nicht wundern, wenn dein Hund ganz gezielt bestimmte Gräser frisst. Und da solltest du auch ruhig mal versuchen, mal zu beobachten, welche Gräser das sind, ja, wenn du schnell genug bist. Vielleicht kannst du es mit der Zeit rausbekommen, welche Kräuter dein Hund da also gerne frisst. Kannst mich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal sehr interessieren. Tiere sind da oft sehr schlau. Ja, wir haben da inzwischen diesen Satz, frag deinen Hund. Der weiß am besten, was er braucht. Instinktiv wissen die das ganz genau. Ja, ein Beispiel, ich zeige dir mal ein Video, ist dieses Klettenlabkraut. Ja, ist für die allgemeine Reinigung des gesamten Körpers sehr vorteilhaft. Ja, es regt den Lymphgefäßfluss an. Ja, also quasi den Abtransport von Schlacken aus dem Gewebe. Ja, Entgiftung, wenn man so will. Und du siehst hier ja im Video, dass sich die Hunde darauf stürzen und das sehr gerne fressen. Also, die wissen schon, was gut für sie ist. Und eine, was du dafür nutzen kannst, ist zum Beispiel so eine Pflanzenerkennungs-App fürs Handy. Ja. Flora Incognita heißt zum Beispiel eine. Ich mache jetzt hier keine Werbung, ich bin damit nicht irgendwie. Ne, aber die fällt mir jetzt gerade ein. Was man auch mal machen kann, ist zum Beispiel eine Kräuterwanderung und sich mal einfach mal ein bisschen weiterbilden über die Heilkraft der Natur. Die ist ja bekanntlichermaßen grenzenlos. Ja, und ja, eine weitere Sache, die mir auch gerade noch einfällt, ist das mit den Knochen. Ja, wenn zum Beispiel ein Hund mit Trockenfutter ernährt wird und die Halter dann auf Barf meinetwegen umsteigen, ist ein großes Problem, was oft vorkommt, dass also der Körper gar nicht ausgelegt ist auf Knochen, weil er mit Trockenfutter ernährt wurde jahrelang. Und ein normaler Magen eines Hundes wäre also sehr viel saurer als der Magen eines trockenfutterernährten Hundes. Und dann ist es also so, dass der normale Magen mit dieser Säure den Knochen entmineralisieren würde. Und ein entmineralisierter Knochen, der ist ja biegsam hier wie meine Finger jetzt gerade. Das heißt, der stellt also keine Gefahr dar. Wohingegen, wenn du jetzt deinem Hund, der Trockenfutter gewohnt ist, einen Knochen gibst, kann das also sein, dass der Knochen dann schon Probleme macht im Magen. Und dann kann es also auch sein, dass der Hund quasi Gras frisst, um diesen Knochen so ein bisschen ja, einzupacken, sag ich mal. Ja. Also dieses Schutzmechanismus wieder. Und die Ursache, merkst du schon, ist also nicht der Knochen, sondern wieder mal die Ernährung. Und ja, dann ist eben auch nicht das Richtige, irgendwelche Magentabletten oder Schmerzmittel oder sonst was zu geben, sondern die Ursachen liegen also wie immer eigentlich ganz woanders. Und das Grasfressen ist vor allem dann, wenn es öfter vorkommt, ja, ist kein Problem oder keine Krankheit, sondern es ist ein Hinweis auf bestimmte fehlerhafte Zustände, nenne ich es mal, bestimmte Milieuveränderungen, ja, bestimmte Probleme im Organismus, im Stoffwechsel, im Magen-Darm-Trakt, im gesamten Körper. Ja, und das heißt, wenn also auch dein Hund öfter regelmäßig viel Gras frisst, dann solltest du also ja, in Richtung denken von Ernährungsoptimierung, Entgiftung, Entsäuerung, Nährstoffversorgung, ja, ob da alles stimmt, Aufbau des Immunsystems. Das sind so die Sachen, die da bekanntlichermaßen sehr gut helfen und eben keine Medikamente, die irgendwie Symptome unterdrücken, weil damit wirst du nie an die Ursachen kommen, sondern du wirst immer nur das Symptom für eine Weile unterdrücken. Und ja, wenn du da Interesse hast, wenn du da mehr drüber wissen möchtest, dann melde dich gern bei uns. Hier unten drunter ist irgendwo der Link. Dann kommst du zu meiner ja, Terminbuchung. Da kannst du den Termin buchen und dann können wir mal sehen, ob wir dir da mit deinem Hund weiterhelfen können. Ganz wichtig ist aber auch für mich klarzustellen, dass natürlich diese Ernährung, also dass dieses Grasfressen immer nur ein Symptom ist. Also würde mich sehr wundern,
wenn dein Hund nur Gras frisst und alles andere bei ihm top ist. Ja, bekanntlichermaßen ist es so, dass der Hund also meinetwegen erbricht, dass er Durchfall hat, dass er Hautprobleme hat, Ohrenprobleme, Ohrenentzündungen, dass er Juckreiz hat, generell so Haut-Fell-Geschichten, ja, und dass dieses Analdrüsenentzündung und dass dieses Grasfressen sich mehr im Zusammenhang mit all diesen anderen Problemen zeigt und dass dieses Grasfressen auch im Zusammenhang mit all diesen anderen Problemen verschwinden wird, wenn die Ursachen für diese Probleme also beseitigt sind. Genau. Das ist ja, das, was ich dir erstmal so jetzt allgemein mitgeben möchte zu dem Thema. Es gibt natürlich dazu noch viel mehr zu sagen, aber da hast du jetzt erstmal einen groben Überblick, weißt, wie du da vorgehen solltest und wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, melde dich gern. Bis dahin, alles Gute, dein Tierarzt Dr. Franz.